Er ist eine wahre Vitamin-C-Bombe und enthält außerdem viele Mineralien. In anderen Ländern wie den USA gibt es schon längst einen Wellness-Hype um den Grünkohl. Gesund und leicht bekömmlich will ihn auch Dennis Heeren heute auf den Teller bringen. Grünkohl könnte man ja eher klassisch mit sehr viel Fett eingekocht, mit Pinkel und Kochwurst. Aber jetzt geht es so in die Richtung, dass man den Grünkohl einfach nur noch kurz anbrät, wie zum Beispiel Spinat. Dadurch bleiben natürlich sehr viele Vitamine und Mineralstoffe erhalten und der schmeckt natürlich ganz anders. Grünkohl, Braunkohl oder auch Oldenburger Palme. Namen gibt es viele für das gesunde Gemüse. Neben der klassischen Art gibt es auch rote Züchtungen und Sommergrünkohl. Sie alle wachsen auf dem Biolandhof von Hermann Meyer Thoms in Schwarme. Frisch vom Feld schmecken sie in unzähligen Variationen. Probieren wir doch einfach mal den frischen Grünkohl. Für jeden Tag. Ne? Ja, für den, der im Büro sitzt und auf schlanke Linie, auf Gesundheit bedacht ist, ist das. Ja, gar perfekt. Nicht mehr dieses schwere Einkochen, sondern einfach nur kurz anbraten. Dafür ist der super geeignet. Ja. Gerade diese kleinen Blätter wollen wir. Also ich finde gerade die sind sehr, sehr lecker. Und wenn wir die einfach gleich nur anschwitzen, kommt das, glaube ich, richtig gut. Ja, da kann man sogar den Stiel mit essen. Wer kein Feld vor der Tür hat, bekommt den frischen Grünkohl auch im Supermarkt. Mit dem jungen Gemüse im Gepäck geht es in die Küche. Für die weitere Verarbeitung wird der Grünkohl gewaschen und kommt für kurze Zeit in kochendes Wasser, bloß nicht zu lange. Bei dem Blanchieren ist ganz wichtig, dass der Grünkohl in kochendes Salzwasser kommt und dann wirklich nur 2-3 Minuten, damit er noch einen leichten Biss hat. Und dann ist ganz wichtig, im eiskalten Wasser abschrecken, damit die Farbe erhalten bleibt und die Vitamine natürlich. Als erstes Gericht steht gebratener Grünkohl mit Zanderfilet und Senfsoße auf dem Programm. Dazu werden Zwiebelwürfel mit Ingwerstücken und dem in Streifen geschnittenen Kohl gebraten. Mit etwas Gemüsebrühe ablöschen, Sahne und Senf dazugeben. Der Fisch landet in einer zweiten Pfanne und wird zunächst auf der Haut knusprig gebraten. Für eine gleichmäßige Bräune wird er dabei in der Pfanne beschwert. Wir haben den Topf da drauf gestellt, damit der Zander oder damit die Hautseite richtig schön goldbraun wird. Weil wenn der Topf nicht drauf ist, dann wölbt sich der Fisch und die Haut wird nicht richtig schön kross. Zum Schluss eine Flocke Butter rein, das gibt einfach Geschmack. Ein paar mediterrane Kräuter, ein bisschen Rosmarin, Thymian, fertig. Anschließend richtet Dennis erst den Grünkohl auf einem Teller an und setzt dann den Zander obendrauf. Unser erstes Gericht, gebratener Grünkohl mit einem krossen Stück Zanderfilet und einer leichten Senfsoße. Ja, Low Carb, ohne Kartoffeln. Richtig schön, ähnelt so ein bisschen wie Spinat und ist ein einfaches Wintergericht. Wer es exotisch und etwas schärfer mag, kommt beim nächsten Gang auf seine Kosten. Gelbes Thai-Curry mit Grünkohl und Hähnchenbrust. Zwiebel- und Zitronengras werden grob gewürfelt und in Olivenöl angebraten. Für eine wahre Geschmacksexplosion sorgt Currypaste aus dem Asialaden. Da ist Ingwer drin, Koriander, Zitronengras, Schalotten. Und damit sich die Aromen richtig schön verteilen und in das Curry gehen, braten wir es richtig scharf an und dann wird es abgelöscht. Und zwar mit Hühnerbrühe und Kokosmilch. Ein Esslöffel Honig dazu und das Ganze einkochen lassen. Währenddessen wird die Hähnchenbrust knusprig gebraten. Am Ende kommt noch der Grünkohl und gewürfelte Karotten zum Curry. Dann wird alles zusammen auf einem tiefen Teller angerichtet. Wir haben ein sehr ausgefallenes Gericht, ein Thai-Curry mit Hähnchenbruststreifen, Karotten und Grünkohl. Ich finde es eigentlich sehr interessant, weil es passt auch in die Jahreszeit. Es ist ein bisschen schärfer mit Ingwer, Koriander. Und mit dem frischen, knackigen Grünkohl. Aber auch mit Pasta schmeckt der gesunde Kohl. Dennis kreiert eine Grünkohl-Lasagne mit Speck und Zwiebeln. Der Bauchspeck gibt dem Essen dabei eine rustikale Note. Jetzt braten wir einfach den Grünkohl noch einmal richtig kross an mit Speck und Zwiebeln. Das Coole ist, wir bringen so ein bisschen dieses Raucharoma vom Speck mit in die Lasagne. Also wir gehen mal komplett weg von dieser klassischen Lasagne mit Tomate und richten das Ganze mit Grünkohl an und haben ein richtig schönes, rauchiges Aroma. Aus Gemüsebrühe, Sahne und einer fein gehackten Zwiebel wird eine Béchamelsoße zubereitet. In einer Auflaufform werden dann im Wechsel Soße, Grünkohl und Lasagneblätter aufeinander geschichtet. Oben drüber kommt geriebener Gouda. Das Ganze landet für rund 40 Minuten bei 180 Grad im Backofen. Und fertig ist der italienische Kohlauflauf. Unser drittes Hauptgericht ist ein ganz spezielles, kennt man so vielleicht gar nicht. Wir haben eine Grünkohl-Lasagne mit Speck und Zwiebeln. Ein einfaches, schnelles Gericht. Für Vegetarier kein Problem, einfach den Speck weglassen.
Drei raffinierte Gerichte, die beweisen, aus Grünkohl lässt sich viel mehr machen, als viele bisher geglaubt haben. Und mit wenig Fett ist das Gemüse auch nicht nur etwas für kalte Wintertage. Grünkohl wird in Amerika zum Beispiel das ganze Jahr über auch im Sommer gegessen. Und ich finde generell, wenn man den Grünkohl kurz anschwitzt, dann ist es ein absolutes Sommergericht. Und es ist bei uns immer mehr im Kommen. Das sollte man einfach mal ausprobieren. Na dann, viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!